Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin heute im Heidepark Resort, 3 Tage lang und das ist jetzt der Vlog für Tag 1 und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, ich stehe jetzt hier gerade noch vor dem Eingang des Heideparks. Allerdings ist der Tag 1 schon hinter mir. Wir waren gerade noch essen im Holiday Camp und ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an und so, mit dem Wetter haben wir jetzt nicht ganz so großes Glück. Gerade war Gewitter, aber jetzt scheint der Himmel doch wieder blau zu werden. Das heißt, gleich sollte sich das hier alles wieder bessern. Achterbahn fahren jetzt auch wieder, die waren gerade alle geschlossen. Erstmal besser vielleicht. Ja, als allererstes bin ich Desert Race gefahren und der Launch, der ist wirklich geil, das muss man ja mal dazu sagen. 2,4 Sekunden 0 auf 100, insgesamt Höchstgeschwindigkeit 102 km/h. Und der Launch, der hydraulische Launch, der kickt auch wirklich richtig gut rein. Aber ich finde, das Layout ist dann doch relativ anfängermäßig bzw. langweilig und nicht weiter nennenswert. Also der Launch ist gut, aber der Rest der Bahn kann mich leider nicht überzeugen. So, jetzt wird der Dämonen gefahren. 30 Minuten Wartezeit ist angeschlagen. Mal gucken, wie viel das wirklich ist. So, ich habe mir den Timer mal gestellt. Gucken wir doch mal, ob die Wartezeit so stimmt, wie sie angegeben ist. Hier sieht man jetzt natürlich gerade nicht sonderlich viel. Das hier ist zumindest schon mal leer. Ich weiß nicht, wie es normal ist, wie voll das da ist. Aber wenn diese Zickzack-Queue gleich offen ist, dann müssen wir mal gucken. Aber 30 Minuten angeschlagen. Erste Mal, mein erster Wingcoaster generell. Das heißt, ich werde mir da jetzt, egal wie viel da jetzt an Wartezeit ist, ich werde es mir nehmen und mich hinstellen. Hier auf jeden Fall die Baustelle. Hier noch das Gitter. Zur Wildwasserbahn 2 ist das ja, glaube ich. Wir sehen hier schon ganz viel der Dämonen, gehen hier an der Warteschlange. Ja. Kannst du mich reinschneiden? Vielleicht, ja. Dankeschön. Ja. Wie heißt du? Coaster-Fan. Ich guck jetzt und folge dir so. Ja, okay, mach. Ich komme jetzt das zweite Mal aus dem Flug der Dämonen. Das war nicht mehr ganz so krass wie beim ersten Mal. Jetzt war es aber auch die erste Reihe. Bedeutet, erste Reihe ist meiner Meinung nach ein bisschen schwächer auf jeden Fall als die letzte Reihe. Aber trotzdem sehr geiler Wingcoaster. Also wirklich, hat sich gelohnt, auch direkt nochmal zweimal mitzunehmen. Aber bei der Wartezeit, also es war jetzt 30 angegeben. Ich habe jetzt 40 Minuten gebraucht, aber ich bin halt zweimal gefahren. Also könnte da jetzt zumindest 10 Minuten runterrechnen. Aber sonst sehr geile Bahn. Und ich würde sagen, wir gehen weiter. So, jetzt geht es nochmal auf Screen. Direkt Nachflug der Dämonen. 15 Minuten ist angegeben. Schauen wir mal, wie viel es wirklich ist. Ich saß gerade in Scream. Ich betone das Wort saß, ich bin nämlich nicht gefahren. Ja, wir saßen dann drin und dann hat es gedonnert. Und dann war direkt Hügel öffnen, alle raus. Und jetzt hat es auch noch mal ein bisschen mehr geregnet. Das heißt, es ist gerade alles wegen Witterung geschlossen. Weswegen ich jetzt zu Krake gehe. Die hatte nämlich gerade 50 Minuten. Und vielleicht hat sie jetzt, wenn sie durch Witterung quasi geschlossen war, ein bisschen weniger Wartezeit. Thank you.
ich komme gerade aus gerade dem Dive Coaster hier in Heidepark. Da komme ich dann gleich auch noch mal. Ja, ist eine sehr kurze Fahrt. Dennoch macht sie Spaß. Der Fall macht auf jeden Fall Spaß. 41 Meter waren es, glaube ich. Da ist auch gerade eine Rache. Dann fährt man runter. Dann splatscht es ein bisschen. Und dann hat man hier nochmal einen wunderschönen Erzernhügel, wo wirklich gute Erzern ist. Ja, wie gesagt, sehr kurz, macht aber trotzdem Spaß. Ich habe jetzt 40 Minuten gewartet. Ja, es war keine Wartezeit angegeben, weil ich mich halt angestellt hatte, als es gerade quasi geregnet hatte. Und deswegen wurde dann quasi erst wieder der Fahrbetrieb während meiner Wartezeit aufgenommen. Und dann gab es noch eine kleine Verwirrung beim Rucksack holen. Da hatte ich den falschen Rucksack gekriegt, musste ich einmal beweisen, dass das nicht meiner war, sondern der hier, den ich jetzt wieder aufhabe. Aber egal, jetzt fängt auch schon wieder ein bisschen an zu regnen. Ist jetzt irgendwie das zweite oder dritte Mal, dass alles down war durch Witterung. Aber ja, mal gucken, wo es jetzt als nächstes hingeht. Jetzt bin ich hier gerade bei der 18. Schau mir hier diesen wunderschönen Heideparksee an. Also Ersteindruck auf jeden Fall besser als gedacht. Ich weiß nicht, auf Videos sieht der Park immer so, wie soll ich sagen, nicht so schön aus. Sagen ja auch viele, gute Attraktion, schlechter Park, unattraktivster Park Deutschlands oder so, wenn man verschiedene Videos guckt. Kann ich momentan noch nicht bestätigen. Ich finde es eigentlich ganz schön hier. Hat teilweise gute Achterbahnen. Colossus bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber zumindest Krake, Flug der Dämonen und Desert Race sind schon ganz gut. Hat hier ordentlich Fläche zum Rumlaufen. Und deswegen kann ich momentan noch nicht sagen, dass dies ein schlechter Park ist. Also es ist jetzt 16 Uhr. Ich wollte gerade eigentlich sagen, bis jetzt habe ich das Knusperhaus, was in den Videos immer so angepriesen wird, noch nicht entdeckt. Aber das hat sich jetzt geändert, denn genau in dem Moment laufe ich hier. Schon mal beim Knusperhaus ist, darf natürlich auch was nicht fehlen. Ich habe mir jetzt hier Erdbeeren mit Schokolade überzogen geholt und die werde ich doch dann jetzt nochmal genießen. Hier am wunderschönen Heideparksee. Ja, ich sitze jetzt hier gerade am See, gucke mir hier einmal schön alles an. Habt ihr ja gerade bestimmt auch im Lateinnetz gesehen. Ja, das vom Knusperhaus. Ich hatte mir jetzt diese mit weißer Schokolade, mit diesem Raffaellos überzogene Erdbeeren geholt. War auf jeden Fall sehr lecker für 6 Euro, allerdings auch nicht ganz günstig. Ich bin noch unentschlossen, ob ich jetzt gleich direkt schon auf Colossus gehe oder noch nicht. Sagt immer so schön das Beste zum Schluss, aber bei mir ist es einfach mal Holzachterbahn und wenn sie dann noch ein bisschen ruckelt, habe ich keinen Bock, dass ich nichts mehr machen kann. Naja, dann würde ich sagen, bis gleich und wir gucken mal, was der Tag noch so bringt. Wir haben jetzt wie gesagt 16 Uhr und eine Stunde haben die Fahrgeschäfte noch offen, 2 Stunden hat der Park noch offen und danach haben wir ja noch Buffet im Holiday Camp. Genau, bis später. Ja, bevor ich Colossus gefahren bin, sind wir dann erstmal noch mit der Drachengrotte und mit der Monorail gefahren. Wir haben es jetzt 17.40 Uhr. Ich habe circa 15 Minuten gerade bei Colossus gewartet. Und man muss schon sagen, es ist eine geile Achterbahn. Das kann man auch nicht anders sagen. Ich finde, für eine Holzachterbahn
erstaunlich weich gefahren. Also ich hätte jetzt mit viel mehr Schlägen gerechnet, weswegen ich es ja am Schluss gemacht habe. Aber da kann man doch mal diesen anderen Meinungen trauen, die sagen, die fährt wirklich butterweich. Und also vielleicht ein, zwei kleine Schläger, was fährt sich wirklich vom Fahrverhältnis her oder vom wie sie quasi fährt, nicht wie eine normale Holzachterbahn, sondern halt eher wie eine Stahlachterbahn. Ich bin nämlich zum Beispiel Bandit im Moviepark, das war meine erste Holzachterbahn, habe ich ein bisschen was anderes erwartet. Da wurde ich dann halt kaputtgeschlagen, so ungefähr. Aber die hier fährt sich wirklich angenehm und macht auf jeden Fall Spaß. So Leute, ich hatte einen wunderschönen Tag im Heidepark. Ja, aber leider ist dieser Tag schon zu Ende und somit auch dieser Vlog. Es wird noch einen Vlog zu Tag 2 und zu Tag 3 geben. Es wird auch nochmal einen großen Vlog zu allen Tagen geben. Und es wird auch nochmal ein Holiday Camp Video geben. Aber das alles in der Videobeschreibung, sobald es alles online ist. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.